Willkommen zurück, Leute, zu The Legend of Zelda Triforce Heroes mit dem wunderschönen Mock, dem wunderschönen Ricky und den gar gut gelaunten Volo Vesado. Sag mal, hast du einen Dekustab im Arsch? Ich schieb dir gleich einen Dekustab in den Arsch, wenn du nochmal solche Wörter hier sagst. Wow. Alter, hast du das gerade gesehen? Nee, Ricky, hab ich nicht. Ja, hab ich. Der Dekustab, der ging mitten durch. Hab ich nicht gesehen. Übrigens, möchte ich einmal anmerken, es hat instant funktioniert. Instant, das ist schön. Nein! Entschuldigung. Ich bedanke mich dafür. Ihr seid immer wieder das Gleiche mit euch. Ricky wirft mich immer in den Abgrund. Ich habe niemanden in den Abgrund. Ricky, möchtest du wieder, dass ich sauer werde? Oh, geht zurück nach A Link to the Past. Oh, pass auf. Alter. Seid ihr heil, seid ihr gerne? Das ist scheiße, dass man den. Das ist schlecht, wenn man den Bumerang werfen will und ich stehe genau davor. Ich wollte gerade sagen, kommen wir da gar nicht hoch? Pass auf, Moggy. So. Haben wir da irgendwie so. Mir ist noch gar nicht. Ah, warte mal, ganz klar. Ganz klar. Ach so. Was der Bumerang kann? Mir auch nicht. Ach, Ricky. Wie bist du jetzt da? Wie bist du jetzt da? Ja, weil du da hingeworfen hast. Du hast gezielt. Ups. Mein Fehler. Das ist gar nicht so einfach. Mein Fehler war zu verzeihen, näher ran an den Rad, Ricky. Wollo. Ja. Ist mir schon klar, ich bin kein Idiot. Okay, ich kann euch rüber boomerangen. Ach so. Deswegen das meine ich. Ja, okay. Gerade. Boom, schnell! Siehst du, es ist gar nicht mal so einfach. Möchte ich einfach betonen. Doch. Du musst nicht mit dem Boomerang timen. Oh, du Kackvieh! Bock, jetzt hör dir erst das Vieh. Lass dir alle Zeit der Welt dafür. Okay. Jetzt nicht werfen, nicht werfen! Boah, das war aber scheiße knapp. Jetzt werfen, werfen, werfen! Kann ich werfen. Ach so. Was ist Teil davor, Ich hab Bolo. Herze. Ich hab den Wollo gefunden. Was mach ich denn mit dem? Der trägt mich. Oder ich werf ihn da jetzt runter. Nein. Nein. Oh, Ricky, bitte hör, lass es. Wirf uns mal weg, da gibt's einen geilen Fünfer. Nein. Wollo, hol den geilen Fünfer. Nein, den krieg... Den holt man mit dem Boomerang, du Pimmelmann. Ja, du hast einen Boomerang. Ja, aber ich bin noch zu hoch. Ich hab ihn doch schon. Okay, sehr gut. Ich dachte, man muss da eins höher sein. Ist ja gut. Ihr tut gerade so, als ob ich euch immer runterschmeißen muss. Ihr könnt den Dekustab wieder entfernen. Was? Ja, ich habe mich letztes Mal einmal gemacht. Nö, du wirfst mal runter, Ricky, du bist voll ein Arschloch. Warte mal. Was ist los? Oh Gott, du hast mich gerade gerettet. So, und du gehst dahin. Okay. Dann guckt euch das mal an. Ich geh mir erstmal den Loot holen. Dann loot ihm mal die Scheiße aus dem Shit. Dankeschön. Ich komme ja nicht weiter. Oh fuck, bin hier so ein bisschen. Ich glaub, der Stein fällt runter mit der Zeit. Das konnte man auch überhaupt nicht erahnen, nachdem die sich so bewegt haben. Also hier ist gar nichts. Wenn man Boomerang durch, ja, dann kommt mit zum Brenner-Boomerang. Volo, komm mal hier, siehst du das? Kommt mal wieder zurück, es gibt noch eine Stelle. Hier ist etwas abgesperrt, wir müssen rein. Okay, Onkel Volo. Es gibt halt noch eine Stelle, wo ich mich hin, genau, dahin. Warum packe ich dich? Ach so, da kann man so drüber laufen. Hier, nehmt den Volo, ich will ihn nicht mehr. Ich hab genug von ihm und seinem Schabernack. Ich hab den Stein, ich hab meinen einzigen Freund. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, da können wir nicht rein. Ricky, renn mal gegen die Wand. Genau, ich meinte nicht die Feuerwand. Ach so. Oh, wisst ihr, was super wäre, wenn wir jetzt Geronin-Kostüm hätten? Damit könnten wir durch Lava laufen. Werf mich mal dahin, ich will das mal sehen. Das heißt. Werf mich auch mal hoch, oder? Ich vertraue dir nicht, kann ich nicht hochwerfen. So, Ricky, geh du mal dahin. Ja. Kannst du nämlich nichts falsch machen. Was soll das denn heißen? Was sollen wir hier tun? Warte, ich mach mal die Wolle. Oh. Ah! Nee. Ich weiß echt nicht. Geh mal da hoch nochmal, Wollo. Ich will auch mal sehen, was da oben ist. Wollo, wenn du hier den Boomerang, du kannst durch das Feuer, kannst es da ruhig da durchschmeißen. Also das brennt auf jeden Fall. Also irgendwas können wir vielleicht mit dem brennenden Boomerang machen. Vielleicht die Dinger da aktiv. Ich weiß es nicht. Ich hab halt echt keine Ahnung gerade. Werf ihn mal eben hoch, Wollo, bitte. Hm. Wo ist denn? Da nochmal eben hoch hier. Okay, genau, das Feuer kann man auch nicht durchlaufen. Wir dürfen nicht vergessen, ich bin ja das Hirn hier von uns, ne? Was bist du? Ach, wir müssen hier zu zweit wahrscheinlich. Da! Ach so, natürlich! Bin ich wirklich? Oh. Okay, war gar nicht so schwer. Okay, Morgel. Du musst uns rüberholen. Warte mal, wie kriegen wir dich denn rüber, Volo? Warte, ich kann da ja hinkommen. Kannst du dich mit dem Boomerang auch hochziehen? Warte mal, Volo, kannst du da unten auf die Plattform, wenn du mal meine Perspektive machst? Ja, kommt der Boomerang nicht rüber. Ist egal. Moment. Warte mal, kann man durch das Feuer? Ricky, ich weiß es. Geh mal bitte zurück auf die feste Stelle. Da ist eine feste Stelle. Der stehen bleiben. Genau. Ich sehe es. Und da holst du mich jetzt. Ja. Man kann jetzt sagen, was man will, aber wir sind echt als Spieler. Okay? Ich weiß ihn rüber. Lass mich doch erstmal los. Achso. Mock, achso. Du musst ihn jetzt rüberholen. Ja, warte, ich wollte eben noch...
Und die brauchen Jahre, bis sie runterfallen, die Steinplattformen. Achso, okay. Also ja, ich kann halt auch ein bisschen Angst, dass es schnell geht. Oh nein, Alter, das sind die der Feuerkreis des Feuers Todes. Nicht der Feuertod tot. Doch, der Feuertod tot. Alter, ach, der Text. Scheiße, was? Der wirft Bomben. Einer von euch hat mich halt gerade reingeschmissen. Okay. Halt, aber wir haben es geschafft soweit. Darauf können wir uns alle einigen. Hugo. Jetzt gab's doch noch Herzen, oder? Oh, da komme ich nicht ran. Warte, da komme ich ran. Ich gehe mal noch schnell zwei Herzen holen für uns. Ja, das machen wir. Die Süßen. Bolo. Moggy. Ja, Ricky. Da bin ich gerade fast runtergefallen, das war knapp. Oh, der Moggy, der holt noch richtig den Loot hier. Der holt noch den Loot da. Der Moggy, der weiß, wo man was gratis herbekommt. Gratis? Für umsonst. Im Organhandel bin ich natürlich kein unbekanntes Gesicht. Nicht? Wenn ihr ein Organ verkaufen müsstet von euch, welches würdet ihr verkaufen? Fuß. Das ist kein Organ. Wo soll man da anfangen? Ja, die Niere, ne? Ich glaube, man kann leben, obwohl eine Niere fehlt. Ja. Das geht. Na, das stimmt. Ja, die Niere macht wahrscheinlich am meisten Sinn. Ich würde wahrscheinlich mein Oder Herz ein geben. Lungenflügel. Ah, ich hatte die Hoffnung, das geht. Ah, warte, damit müssen wir zwei rüber. Fang ihn auf! Ihr müsst mich rüberholen. Ja. Komm her, du Schlingel. Wer fällt? Warte, bleib. Nein, okay. Nein, warte, ich dachte gerade, wir fallen weg. Kann ich euch beide holen? Nee, kann ich nicht. Nein. Lass mich nicht zurück. Niemals. Ich hole dich, mein Freund. Woo. Also ich würde wahrscheinlich mein Herz geben, weil es ist gebrochen. Oh. Oh. Sad Ricky is sad. Hol die Rubine. Okay. Oh Gott. Herzen! Ich hab hier welche. Deswegen habe ich mein herziges Ricky, Kleid an, damit ich Herzen holen. Warum bist du überhaupt auf mich raufgekommen? Ich hab dich nicht hochgekommen. Alter, wie kann man sich denn schneller löschen vom Feuer? Alter. Es kann nur so sein, dass du mich greifst. Anders komme ich nicht auf dich drauf, wenn ich hier stehe. Oder? Wir müssen hier hin. Ja, wir haben nur gerade die Herzen geholt. Okay, vielleicht den Spiegel von Kite Boost oder so? Achso. Noch einer. Heb mich hoch. Rüber. Oder? Nein, ich muss Morgi rüberholen. Achso. Kommst du da nicht ran? Scheiße. Danke. Wir halten länger, mach dir mal keine Sorgen. Jetzt traue ich mich nicht mehr. Ich krieg morgen nicht zu fassen. Könntest du auch mal Entschuldigung angucken? Das klappt nicht. Das klappt auch nicht. Soll ich mich bewegen? Guck mal, kriegst du ihn so rüber? Kannst du da irgendwas machen, Ricky? Auf der Seite? Oder müssen wir da gar nicht hin? Kannst du mich hier rüberholen, Bollo? Ich guck mich hier mal eben um, ganz kurz. Yeah. Doch, hier ist Feuer und hier ist, glaube ich, das Triforce. Kannst du mich rüber? Ja, okay. Ich krieg dich rüberholen. Ja, wir haben das jetzt gerade hingekriegt. Gott. Also irgendjemand von euch hat ja prophezeit, dass das gesagt wurde, dass das ja gar nicht mal so leicht ist. Und das war echt, stand bei mir in den Kommentaren. Alter. Ich glaube, es will ich so weit unterschreiben, was das für eine Scheiße hier. Warum hebst du mich ständig hoch? Weil wir da gebraucht hätten einen Turm. Wir mussten da vorne die Schalter aktivieren, um das Feuer wegzukriegen. Wir brauchten einen Turm. Weil wir da gebraucht hätten einen Turm. Gebrauchte Turm. Ja, wenn wir da gebraucht hätten einen Turm, das ist ein Argument, da können wir nicht viel gegen sagen. Geht das? Ja. Wir hätten eigentlich auch zwei Stück werfen können. Holt ihr mich? Nein? Okay. Scheinbar nicht. Gewöhn dich dran. Wow. Den hab ich. Das war cool. So, und jetzt, liebe Freunde, achtet mal ein bisschen auf die Schatten, die da runterkommen. Okay, ne? Fokus. Wir fokussieren uns. Ich glaube, das Spiel wird durchaus schwerer und wir werden bald keine Chance mehr haben, wenn wir so weiterspielen, wie wir spielen. Das ist aber überraschend. Wer hätte gedacht, dass man mit sowas nicht weit kommt? Warte, ich werfe ihm rüber. Okay. Bam! Zieh dich! Okay. Du komm her! Zieh dich! Holt mich! Woo! Ich mag ja den Boomerang tatsächlich. Der Boomerang ist super. Glaube ich, mit eins der ersten Zelda-Spiel, wo ich den Boomerang bisher. Ja, wobei der Boomerang, der ist ich eigentlich weiß, schon. Ich brauche mich auch zwei oder drei. Nur Ocarina of Time war echt scheiße. Halt die Klappe, das ist super, immer super. Nein, so. Der war echt scheiße, nur Ocarina of Time. Okay, wir brauchen noch drei. Mania. Mhm. Bam! Und Trickshot! Geil! Yeah! Komm, hilf mich immer hoch. Warte, hier oben. Achso, wir haben von Herz. Achso. Ja, okay, dann ist ja... Okay, wir haben es geschafft, soweit. Wundervoll, das bedeutet... Jetzt kommen wir zum Boss-Teil. Oh, Boss. Ganz viele brennende Gegner. Ich hoffe, ihr seid bereit für den Scheiß. Das ist noch nicht der Boss, oder? Warum habe ich eigentlich das Gefühl, dass Wollo hier im Vorteil sein sollte in dieser Gegend? Weil er rot ist?
Ja. Alter, Alter! Was ist denn los? Scheißviech. Ich frage mich wieder, was los mit euch ist, aber. So mit uns? Ich habe gar nichts gemacht. Ricky, aber. Warum sagst du mit euch? Wollo, 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 wollo! Lava kommt! Nein, 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 nein! Wollo, wollo, wollo! Ist selber noch unten. So schwer ist das jetzt nicht. Oh. Lass ich mich los! Warte, warte. Ja, wenn ich dich jetzt schmeiße, landest du in der Lava. Vielleicht sollten wir da kurz warten, Ricky. Vielleicht einmal im Leben. Blöde Fledermaus! Yeah! Und da ist ein Herz. Herz. Okay. Oh, da drüben ist eine Kiste. Ich hätte ganz gerne die Kiste eigentlich. Ich habe Angst. Du Dino, kommst du bitte hoch? Ist das ein Dodongo? Sieht aus wie so ein Mini-Dodongo. Ey, also Dodongo ist Link Between Worlds hat echt keiner von euch beiden gespielt, oder? Also so wirklich gar nicht. Nee, ich habe nur angefangen. Ich habe aber auch kein letztes. Oh. Was sagt ihr denn dazu, dass dieses Spiel in der Timeline nach Link Between Worlds spielt? Da hier, seid ihr auch so schockiert wie ich? Komm, da kommst du nicht rüber, ne? Schockiert, Alter. Da kommst du nicht rüber, ne? Scheiße. Ich habe meine Meinung zur Timeline einem ganzen Kreis schon offenbart. Meine Meinung zur Timeline ist, die Timeline ist Bullshit. Sie wurde nur gemacht, um Skyward Sword zu pushen. Ihr müsst da oben kleinen stehen. Hype, ja, um kleinen Hype für Skyward Sword zu erzeugen, weil es das erste in der Timeline war. Und deswegen versuchen Leute jetzt immer, und die Timeline ist ziemlich dumm, weil es war nie mit einer Timeline geplant und Leute wollen wissen, wo was in der Timeline ist und das ist dumm. Das ist ich meine, habt ihr euch das mal durchgelesen, warum es nachher Link Between Worlds spielt? Na, der Held, der ist da rübergegangen und hat er sich Kostüme angezogen, damit er nicht erkannt wird. Und schauen wir mal Ricky an. Ich frage mich, ob das der eine Held ist, der nicht erkannt werden will. Er kriegt wieder das Besondere. Weiß doch gar nicht, doch. Yeah. Ja, so dumm die Erklärung. Und die anderen, und wer die sein. Anderen beiden sind, ist unbekannt. Übrigens habe ich eine sehr interessante Theorie gesehen in den Kommentaren, warum Morgi immer eine Kiste kriegt. Er öffnet immer als zweites die Kisten. Nein, ich habe sie sonst immer als letztes geöffnet. Ja, stimmt. Man sah jedes Mal, dass wir beide das Ding schon hatten, dann hat er das Bessere bekommen. Weißt ja, du aber was? Das war diesmal nicht so. Nee. Nee, diesmal habe ich als letztes geöffnet. Ja, du hast trotzdem nicht bekommen. Das ist echt scheiße. Ich meine, so. Das ist nur eine jetzt Theorie, eine Spieletheorie. Ich habe jetzt mal Gürtel geöffnet, weil mir gerade die Hose zu eng wurde. Ei. Okay. Und was befindet sich so in diesem Gürtel? Ein riesiger Bauch. Alter. Das ist wie Kirby. Hallo, du nimmst denn den Bogen? Ich nehme den Bogen, weil ich habe das Kokiri-Gewand an. Genau. Wobei, ich glaube, den Bumerang finde ich cooler. Ich will auch den Bumerang. Ne, ich hab Bock auf den Bogen. Hab richtig Bock auf Schmack. Finde ich, hast du Bock auf den Bogen. Du willst mal sehen, was dein Kostüm so drauf hat. Richtig. Hab ich's sag mal, Bolo, ich bin gespannt. Alter. Alter. Die hängen jetzt ein bisschen in der Luft fest, aber Alter. Mach nochmal. Alter. Das ist eine richtige Podcast-Action, die du da Kinder, an den Tag legst. Ihr seht, was zu tun ist, oder? Ihr seht es. Ihr habt da so eine Theorie. Geiler Typ. Alter, du nur als Abwurf. Das sind übrigens Donnerblumen, meine Freunde. Die kommen aus Ocarina of Time. Ocarina of Time. Wurden sie das erste Mal gesehen. Wind Waker. Hm. Ich glaube, ich kann alle drei auf einmal treffen. Alter! Nee, der, da muss ich... Da muss ich höher, warte. Genau, ja, warte. Jetzt runter. Warte, nochmal runter, okay. Jetzt alle beide hoch. Ich muss höher. Warte nochmal, okay. Ich war nicht noch vorbereitet. Ich wusste nicht, was ich davor hatte. Es wird immer knapper. Wartet, noch nicht. Es wird immer knapper hier. So, heb mich. Zack. Alter. Sehr gut. Da haben wir jetzt richtig voll kaputt abgekürzt. Gemacht. Ja. Speedrun. Strats. Alter. Ihr seht sie bei uns zuerst. Die geilen Strats. Ja. Wir legen jetzt schon die Rekorde hin. Ja, das sind Zeiten, die Leute, die zukünftige Generationen erstmal schlagen müssen. Wir haben auch vor, Speedrun zu machen in... Spiel. Alter, jetzt fahren wir erstmal eine Runde mit Minecart. Ist doch Teil der Welt, Ricky. Für mich ist das immer noch eine Lore. Ich hasse es, wenn die Leute das Minecart nennen. Ich weiß nicht. Das ist halt eine Lore, ne? Wirf! Guter Wurf. Ich denke, wir müssen ein paar Runden drehen. Ich denke auch. Und das Schöne ist die Aufgabe. Ich meine. Michael Jordan wirst du nicht gerade, Ricky. Ich bin ja auch. Das gefällt mir aber gerade, muss ich sagen. Für ganz nice. Oh. Nein, immerhin, einen haben wir schon. Das ist vom Timing her ein bisschen. Oh, da reicht er. Oh! Das liegt ja. Oh, ich glaube, ja, zwei, würde ich auch sagen. Wenn nicht, dann hebt Ricky uns hoch. Ja. Aber ich denke eher, das ist zwei. Sag zumindest dann auch. Das Gute ist, Wollo kann es auch kaum verfehlen. Kommt drauf an, wenn du mich. Mal? Warte, ich wollte den Rubin haben. Er hat nicht hoch genug. Fuck! Sehr nah. Warum ist hier der einen Seite offen? Nice. Ich weiß auch nicht, warum du mich hier schräg gehalten hast. Ja, wenn ich sing, damit du schon mal da schräg rüberschießt, kannst Ricky heben und so. War nicht hoch genug.
Alter. Perfekt. Damn, damn. Damn, damn. Das ist aber ziemlich bescheuert, da zu zielen, oder? Was? Das ist echt bescheuert, da zu zielen, wenn man da drauf steht. Ja, ein bisschen. Oh Mann. Alter, du stehst mir ganz schön auf dem Hinterkopf, Wollo. Also nicht, ob ich das gut finde. Hier brauche ich noch zu denken. Oh nein, das ist okay. Das ist nicht so leicht zu treffen, wie ihr denkt. Ich hab schon vorbeigesehen. Also ich hab schon schwierigere Loren-Level gespielt, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ihr hättet einen geilen Fuffi mitnehmen können mit eurem Boomerang, ist doch klar, ne? Ja. Ja. Wir hätten es aber auch nicht machen können. Das war uns auch klar. Nein! Dann nicht. Der kommt wieder. Der kommt wieder, okay. Yeah. Nummer 3. Das heißt, jetzt werden die Rätsel intensiviert. Krass. Intensiviert werden sie? Kriegst du schon, ja, schon Schweißperlen auf der Stirn. Oh, ich habe auch schon ganz steifen Schweißperle auf der Stirn. Vielleicht können wir die Sequenz ja wieder breaken. Natürlich super. Yeah. Alter. Was? Er feuert einfach random in die Gegend. Und das funktioniert. Da, rechts. Das ist eure Aufgabe, nehme ich an. Warum habe ich dich jetzt aufgehoben? Fuck! Danke. Danke. Ey, da verliert man 2 Herz, kann das sein? Nee, wir hatten ein Herz weniger. Und außerdem. Ihr müsst den Schalter da. Na, der Schalter. Warte mal, da muss einer. Ah, ich auch erwischt. Easy. So. Oh, Ricky. Ich wollte gucken, ob man da raufwerfen kann. Dann den Schalter zu ziehen. Ja, jetzt kann man vorher nicht sterben, okay? Nee, der Schalter ist sehr gut. Alter, doppelt aktiviert. Bam. Doppelten Abwehrkräfte. Was soll ich denn damit? Wow! Das ist falsch. Voll reingeworfen, habt ihr das gesehen? Ich wollte dich nicht hochgetreten, ja, ich weiß, das Problem ist, aber ich bin jetzt da oben, ne? Ist okay. Werf mal. Das müsste ja klappen, oder? Ja. Shit, da rechts musst du mit dem Bogen aktivieren. Boah, wie soll ich das machen? Ey, ganz ehrlich, das geht nicht hin. Ja, da haben wir ein bisschen mehr Selbstvertrauen, Wollo. Du bist eine wundervolle junge Frau und du musst dir sowas nicht gefallen lassen. Du kannst alles schaffen, was du willst. Okay? Alter. Lol. Also er wirft einfach irgendwo hin und trifft. Ja, ist doch gut. Guck mal, das sind halt auch die Speedruns. Wir kennen es halt schon auswendig, ne? Mhm. Ja, ja. Wir haben es halt wisst ihr, was mich an der Musik von diesem Lava-Gebiet gerade unfassbar irritiert? Irgendwo an irgendeiner Stelle kommt so ein kleiner Sound, der so klingt, als würde man eine Tür klingeln. Oder jemand an der Tür klingeln. Boah, das hasse ich. Das ist hier gerade bei mir so. Und das ist, die so sind, wo ich das denke. Dann denke ja, das ist so schlimm. Es irritiert dich so dermaßen. Denkst du gerade, Alter, da ist jemand an der Tür, ich kotze. Bei mir ist was manchmal so, dass ich dann einfach kurz versehe und sage, ja, ich muss mal kurz weg und dann schaue ich, ob irgendwo, wenn an der Tür klingt, dann gehe ich wieder zurück. Ja, Ich nehme einfach mal die Kopfhörer so ein Stück, einfach nur höre erstmal. Ja, lausch mal. Ja, du kannst doch nicht, während du aufnimmst, dann einfach Kopfhörer ab, ein bisschen lauschen. Moment. Ja, man ist aber tatsächlich komplett raus aus dem Ding in dem Moment. Wenn man das hört und denkt so, oh. Alter! Bei mir können sie ja nicht klingeln, bei mir klopfen. Was hat denn der für eine Frisur? Hör dich im Auge, Bitch. Rüber. Nee. Guter Wurf. Du musst ihn treffen, oder? Wir müssen ihn stunnen. Wir stunnen ihn? Ja, wenn wir den Bumerang mit ihm treffen, dann stunnen wir ihn. Ja, genau. Das wollte ich auch gerade sagen. Das haben wir durchaus erkannt. Finde ich gut. Yeah, das ist schon ziemlich cool. Na, ja, er ist wieder da. Da, bring ihn um. Aua, bring ihn um. Da, ich habe ihn gestunt. Wollo. Sehr gut. 1er Schuss, Wollo. Da, ich habe ihn wieder gestunt. Du willst die Pumpgun unter den Bogen schützen. Da, ich habe ihn wieder gestunt. Na, beschütze dich. Oh, lauf. Heb mich doch nicht hoch. Ich wollte die Bomben hochheben. Wollte die Bombe hochheben. Oh Gott. Aber wir können Alter, ich habe eine Bombe bei ihm reingeworfen. Wir können ihn halt alle treffen. Hier drüben im Herzen. Ja, dringend, Freunde. Ja. Fuck! Hey, da kommen noch mehr. Auf der linken Seite. Bam! Fuck! Der einzige, der Herzen trifft. Das ist der Typ, Ricky. Ich will nichts sagen, aber wir stecken in der Scheiße. Denk mit den Bomben! Gott! Ihr werft halt immer nur mich. Bullshit! Ich hatte die Bombe. Scheiße. Ha, ich glaube, der könnte tatsächlich ein bisschen schwierig werden. Ist echt nicht einfach. Ich glaube nicht. Ah. Ich glaube, wir werden ihn jetzt ganz locker weghauen. Lass doch einfach so stehen bleiben. Nicht bewegen. So stehen bleiben. Ja, im Grunde ist es das Beste, was du machen kannst. Ja, gut, wenn er Bomben wirft. Ja, gut, dann könnt ihr grabben. Okay, wir feuern einfach wie blöd drauf los. Zu früh vielleicht. Ey, ich hab mich. Okay, dann müssen wir erstmal aufladen. Herzen.
Geil, noch ein Treffer. Das yeah. ist okay. Das war durchaus okay, was wir da getan haben. Die ist aber scheiß leer. Ja, die lädt ja jetzt auf. Ja. Fick dich! Yeah! Alter, wir werfen die Bomben instant zu ihm rein. Fuck. Fuck! Hab ihn. Okay, okay. Yeah. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Yeah. Der ist schon fast down. Der kann nicht mehr. Ich gehe wechseln die Seite. Okay. Ah! Okay. Kein Ding, kein Ding, kein Ding, kein Ding. Ich krieg die nicht. Ah, Entschuldigung. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Okay, okay, okay. Ah! Okay, wir bekommen noch eine Chance. Jetzt mit zu dem Bolo, gehen wir aus dem Weg. Okay, sehr gut. Yeah. Ja, das haben wir. Das ist safe. Okay, jetzt. Fuck! Hey, ich würde dich das nicht nennen. Ich hab keine Magie. Oh Gott, oh Gott. Ist er? Ist er? Ich glaube, wir haben ihn genommen. Sein. Ja! Na, was? Kommt noch einer? Wollt ihr mich verarschen? Okay. Jetzt sind das zwei. Ah, Digga. Ja, wir sollten nur noch Bomben werfen. Vielleicht ist insgesamt die Taktik, die man anstreben sollte, nur Bomben werfen. Ja, ich glaube auch. Okay, Volo. Ah. Das Herz, das Herz, das Herz. Das Herz. Oh. Shit. Wir haben verloren. Okay, jetzt haben wir noch zwei. Puh. Wir sind vielleicht etwas zu mutig an die Herzen rangegangen. Oh, fuck. Werft einfach die Bomben. Na, Herz. Bomben. Oh, scheiße. Alter. Oh, gibt es nicht eine Möglichkeit, die Bombe irgendwie loszuwerden? Also, wir machen es jetzt anders. Wir gehen von Anfang an nur auf die Bomben. Okay. Keiner versucht, ihn zu stunnen oder so. Das Problem ist, wenn wir nämlich die Bomben mit einem Boomerang oder mit einem Pfeil treffen, gehen die instant hoch. Nee, Boomerang werfen zu ihnen rüber. Mit Boomerang nur manchmal. Okay, bei mir fliegen die dann nämlich sofort in die Luft. Ja, aber deine Pfeile machen da eine Menge Schaden. Ja, aber das sollte man vielleicht nur... Also ich meine, eine Bombe macht eine Menge Schaden. Der wirft die Scheißteile zurück. Hat er die gerade wirklich zurückgeworfen? Da, Herzen. Ja. Okay. Fuck, wir dürfen nicht am Anfang schon so viele Herzen verlieren bei ihm. Er ist halt noch der leichte Part, ne? Ey, wenn da jetzt so drei oder vier Stück von kommt, wäre ich gebombt. Wir sollten vielleicht auch nicht so zusammenstehen, dass wir uns nicht gegenseitig hochwerfen. Ja. Okay. Jeder bleibt so an einem Punkt. Yeah. Okay, der ist down. Ah, die Bombe. Okay. Ich gebe ihn weg, okay. Der ist noch nicht down. Oh, da wäre noch Herzen. Habt ihr gesehen gerade? Ja. Hab ich schon ein paar Mal gesehen. Ah, fuck. Okay, der hat uns auch ganz getroffen. Ganz locker. Das ist alles. Yeah! Das ist noch ziemlich safe. Geiles Herz. Okay. Warte, nicht auf die Herzen schießen, nicht auf die Herzen. Hatte ich nicht vor. Gut. Dann macht man nämlich auch mehrere mit, das würde einfach nur Unsinn. Okay. Eine landet bei ihm. Oh, fuck! Oh Gott. Ja, werf mir einfach, egal. Oh. Scheiße. Fuck. Text. Wall of Text. Warum ist der noch nicht mal down? Ricky, weg da. Herzen. Ja. Oh nein, falscher Knopf. Herzen, Leute. Schaffen wir nicht. Das wäre ein Problem. Ich glaube auch. Ich glaube, wir werden ein Problem bekommen. Ja, da ist der Zweite. Jetzt kommt der Zweite. Ach du Scheiße. Da drüben die Herzen mitnehmen. Jetzt einfach draufballern, Moggy. Ja, schon klar. Okay. Da links müssen gleich auch nochmal Herzen auftauchen. Na! Ach, da waren sie. Alter! Nee! Achso! Ich hab dich. Moment. Ah. Werft einfach die Bomben rüber. Ja. Ja, aber so fühlt ihr, können die Bomben schneller werfen, als wir ernsthaft. Wir sind aber zu dritt. Yes! Oh, sehr gut. Geht da weg! Nein. Verdammt! Geht da einfach weg! Ah. Okay, wir haben Herzen. Kurz vor Schnaufpause. Zwei Herz können wir noch holen, Ricky. Da war eine Bombe, Ricky. Wieso bist du eigentlich? Ich hab die Bombe nicht gesehen. Fuck! Ich wollte hier rübergehen, damit wir mehr Chance haben in den Herzen. Letzter Versuch. Das wäre ärgerlich. Mann, die Scheiße, was ist denn los mit den Typen? Oh! Fick die Henne. Gehen wir voll auf den Sack. So, jetzt bin ich konzentriert. Okay. Oh, Volo. Volo, sauber! Okay. Keine Herzen sammeln. Das war eine solide Runde. Auf jeden Fall. Das war eine ganze Runde. Spam einfach, Volo. Er kann nicht spammen. Es kostet doch mal scheiß wie Magie wahrscheinlich. Oh, fuck. Behalt die Scheiße bei dir drüben. Oh Gott. Weg. Nein. Was macht ihr da? Was macht ihr denn da? Wenn, dann gehen wir alle nach da. Fuck.
runtergefallen. Ich glaube, dass das man mein seine Mitspieler hochheben kann, ist das größte Problem in diesem Kampf. Oh, scheiße. Ja. Zwei Herzen. Und boom. Ah, fuck, okay. Jetzt verschwendet. Also ich denke, da kommt gleich schon der Nächste. Okay. Vielleicht sollten wir uns zuerst versuchen, immer dann die Schwere zu erreichen, in Herzen scheiße zu nehmen. Au. Nicht die von gerade eben da. Okay, ich glaube, jetzt kommt der Nächste, oder? Ich habe ihn die ganze Zeit gestunt. Sieht doch stinkig aus. Lass mich runter. Ach so, shit, runter. Ich hab dich. Oh Gott. Nein! Okay, er ist stinkig. Geh da weg! Wie kann man ja nicht runterfallen? Oh Gott, der zweite kommt, okay. Leute, rechts schnell, Ricky! Oh Gott. Oh, fuck. Ein Herz haben wir bekommen. Lass mich doch nicht! Ernsthaft! Rüber! Oh Gott, ich denke, ich habe einen Spieler gepackt. Leute, wenn ihr die Bomben nicht mehr wegkriegt rechtzeitig, dann wäre es vielleicht schlau, irgendwo hinzugehen, wo die Bomben nicht sind. Wir waren beide an der Bombe, wir sind Game Over. Ich hab's gesehen. Bullshit! Oh, komm schon! So, da sind wir wieder. Ah, okay. Wir so, sind frisch motiviert. Denkt an die Strat. Okay. Nicht treffen lassen. Das ist Strat. Und treffen. Wenn ihr die Bomben nicht wegwerfen könnt, lauft. Dankeschön. Okay. So, hier versuche ich noch ordentlich eine mitzugeben. Aber die Bomben bringen halt viel mehr. Mhm. Oh Gott. Weg. Und vielleicht nicht zum anderen werfen. Nein, ich hab's hier nur runtergeworfen. Nee, hast du nicht. Okay. Du hast die erste mitgeworfen. Ja, damit du musst einfach nur ruhig und entspannt bleiben. Ganz ruhig und entspannt. Richtig. Darf nicht hektisch werden. Eigentlich sollte ich auch einfach mal mehr Bomben mitnehmen. Und Wollo weniger. Ja, genau. Dass Wollo mehr Pfeile schießen kann. Ja. Ich schmeiß dann keine Pfeile mehr. Weil oh, fuck! Okay. Genau das habt ihr nie gemacht. Die Taktik. Hallo? Das ja, habt ihr die Taktik gesehen? Das habt ihr nämlich nie gemacht. Alter. Okay. Oh. Kein Boomerang. Dankeschön. Hey, rüber. Alter, wie die Taktik funktioniert. Ne? Hört doch einmal auf. Ich glaube, wir haben uns angestellt wie Idioten. Kann das sein? Nein, das ist auch insgesamt ziemlich, das ist ein nerviger Bosskampf. Oh, sagen wir es mal so. Ich war getrappt vom Bomben. Da kann ich nichts machen. Schon okay. Niemand hat dir Vorwürfe gemacht. Ich hoffe, es kommt nicht nochmal vor. Scheiße. Alter. Scheiße. Rüber. Wir machen gerade das Spiel unseres Lebens. Ich komme gerade vor wie Dirk Nowitzki. Alles cool. Er kommt mit Dirk Nowitzki. Nein, nicht mich. Werf mich weg. Okay, ganz wichtig, Herzen. Und werf Ricky. Mich weg. Was machst du? Ist das jetzt gerade passiert? Das ist mit dem Bomberang passiert, weil ich auf die Herzen geworfen hatte. Du hast halt überhaupt nicht auf die Herzen. Doch, es ist nur noch der eine. Es ist nur noch der eine, Leute, bitte. Okay. Jetzt reißt euch zusammen. Oh Mann. Okay, ist egal. Komm rüber. Yes! Ihr verdammten Moblins! Nicht in meiner Gegend. Alter, den Loot. Wunderschön. Ricky, du holst den Loot. Ich hol ihn nicht. Los! Ich spring runter, hol den Loot. Oh. Wunderschön. Yeah! Hey, Leco Mio und so Blanco. Das war aber doch insgesamt ein interessanter Boss, weil wir mussten uns mal ein bisschen anstrengen. Richtig. Hat Spaß gemacht tatsächlich. Ja. Ist auch ganz schön, hin und wieder mal eine leichte Herausforderung zu haben. Mhm. So. Okay, das war überhaupt nicht seltsam. mir gehört die Linke. Achso, hier. Also die linke Truhe. Mir die Mitte. Ja gut, aber ich denke mal, das Spiel wird jetzt, also das hat man hier ja schon deutlich gemerkt, wie es angestiegen ist vom Schwierigkeitsgrad. Das kann doch nicht angehen. Das kann doch nicht angehen. Dann nicht mehr normal. Das ist doch nicht mehr normal. Ich hatte so eine Theorie, dass ich immer das Besondere bekomme, weil ich die als letztes geöffnet habe, die Truhe. Aber tatsächlich ist dem nicht so. Nein. Poggy ist einfach ist nur halt fucking Glückspilz. Ah! Oh, okay. Shit. Liebe Leute, ich würde mal sagen, wie das Ganze weitergeht, den sehen wir dann im nächsten Part von The Link Between Worlds. Triforce Heroes. Das ist der Link zwischen den Triforce Heroes. Das ist ein ganz seltsamer Link. Ein Link zwischen den Triforce Heroes mit Wind. To the past. On the Ocarina. Of genau, time. Und wir werden mal schauen, wie wir uns coole Kostüme machen können. Jo. Das war dann. Gute Bis Nacht. Dann. Oh, ciao. Blöde Wichser.